Knut Hansen, herzlich willkommen beim Kassenzone.de Interview. Dankeschön, Vielleicht ja. stellen Sie sich kurz vor, wer Sie sind und was Sie machen. Ja, ich bin, früher habe ich immer gesagt, ich bin ein klassischer Einzelhändler. Heute würde ich sagen, ich bin ein hybrider Einzelhändler. Klassisch in dem Sinne, dass ich ein Sportgeschäft habe in einer klassischen Einkaufslage, Fußgängerzone in Kiel. Dann haben wir den Schritt in einen Das Sneaks. Einkaufs. Nein, das ist Achso, Intersport ach hier, das ist Knutzen, Intersport, ja. okay. Und dann haben wir den Schritt in die Einkaufszentren gewagt und sind vertreten im Citypark in Kiel. Und seit kurzem haben wir dann auch den Schritt gewagt in einer kleineren, etwas aufstrebenden Einkaufsstraße in Kiel, in der Holtenauer Straße, ein Spezialkonzept aufzumachen. Und wie groß ist der Laden hier, in dem wir sind? Das ist das Hauptgeschäft. Das sind rund 2000 Quadratmeter. In unserem Center im Citypark haben wir dann nochmal 1700 Quadratmeter. Und das Spezialkonzept in der Holtenauer Straße ist 150 Quadratmeter groß. Und wie hat sich das, also vielleicht nur zum Hintergrund auch für die Zuhörer, wir streiten ja bei Kassenzone immer so ein bisschen über Händler versus Hersteller. Ich übernehme jetzt mal hier im Interview eher die Rolle des Herstellers, ja, die Rolle des Händlers ganz generisch. Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert, diese Rollen, auch getrieben durchs Internet? Lohnt sich das eigentlich noch, so einen großen Store hier in dem Oberzentrum Kiel, beste Einkaufslage, zu betreiben oder wird es schwieriger? Ganz klares Ja, es wird schwieriger, deutlich schwieriger. Das hat natürlich auch mit den eigenen Aktivitäten der Hersteller zu tun, ist aber sehr vielschichtig das Problem. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Frequenzen in diesen klassischen Oberzentren in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sind. Sicherlich auch getrieben durch das Internet, getrieben durch auch ein Mangel an interessanten Konzepten in den Innenstädten. Wer heute eine neue Idee hat und ein interessantes Konzept macht, geht nicht unbedingt in die Innenstadt. Der sucht sich halt auch andere Vertriebskanäle. Und das ist das, worunter so Innenstädte auch leiden. Und dass das nicht mehr so interessant ist. Und haben Sie aus diesem Grund auch den Sneaks-Laden in der Holtenauer Straße aufgemacht? Vielleicht können Sie ja ganz kurz sagen, was das Konzept von dem Laden ist, weil es ja kein klassischer Intersport-Laden Nein, ist. nein. Ist kein klassischer Intersportladen, ist ein Spezialkonzept für Sneakerschuhe. Wir haben halt festgestellt, dass wir einen gewissen Kundenkreis, der sehr sneakeraffin ist, in unserem klassischen Intersportgeschäft nicht finden. Und auch getrieben durch die Hersteller, die ein klares Channeling heutzutage betreiben und auch ganz klar sagen, wir wollen gar nicht, dass diese, ich sage jetzt mal, diese coolen Sneakerschuhe in einem so traditionellen Intersportgeschäft verkauft werden. Das war für uns der Grund, den Schritt zu wagen, zu sagen, wir machen jetzt ein reines Sneakergeschäft, also Sneaker und Caps, ganz wenig Textilien, also ganz spitz aufgesetzt. Und wir verkaufen dort auch Produkte, die wir hier in unserem klassischen Geschäft nicht verkaufen dürfen und auch nicht verkaufen können. Und hängt das auch, also hätte es auch Sinn gemacht, so ein Sneaker-Geschäft in der Einkaufsstraße hier in Kiel, in der Holzenstraße zu eröffnen? Oder warum ist es in einer Wohnlage, der sich heute vielleicht auch für Ja, die Zuhörer oder Zuschauer, die Holtenauer Straße ist eine sehr populär gewordene Wohnlage in Kiel. So, und da ist es ja quasi direkt in einem Wohngebiet. das hat zum einen damit zu tun, dass Mieten für kleine Flächen in so einer Einkaufsstraße wie der Holstenstraße sehr hoch sind, nach wie vor. Das heißt, wir sind in dieser 1B oder 2A-Lage, wie man das auch immer bezeichnen möchte, von den Mietkonditionen deutlich günstiger. Und es hat auch einen gewissen Charme, weil in diesen Straßen doch ja auch überraschende Konzepte mal sind. Viele kleine inhabergeführte Geschäfte. Und da passen wir mit dem Konzept, was wir mit Sneaks machen, sehr gut hin. Okay, und diese Kundenfrequenz, die man dort in Holtenauer Straße hat, ähnelt die der Kundenfrequenz hier in so einer Haupteinkaufsstraße oder ist das eigentlich gar nicht vergleichbar? Nein, das ist nicht vergleichbar. Die Frequenz ist niedriger. Die Conversion Rate ist höher. Die Kunden kommen dorthin, weil sie eben diese Spezialkonzepte suchen. Und was auch ganz spannend ist, die Kunden sind deutlich entspannter. Also es ist einfach eine ganz andere, es ist ein anderes Einkaufen. Man hat das Gefühl, in den großen Einkaufsstädten sind die Kunden unterwegs, um schnell was zu erledigen. Und dieses Shopping-Erlebnis, so diese Muße, was einzukaufen, sich inspirieren zu lassen. Das findet in der Holtenauer Straße deutlich besser statt.
Gut, das kenne ich auch aus meinem eigenen Einkaufsverhalten oder dem meiner Frau. Und die, wie antworten Sie als Händler dann auf die Herausforderung, dass der Onlinehandel sozusagen zunehmend an Bedeutung gewinnt oder zunehmend mehr Kunden gibt, die online einkaufen? Kann davon ein, sozusagen ein großes Intersport-Geschäft oder so ein lokales Intersport-Brand wie Intersport Knutzen, kann das davon überhaupt profitieren? Gibt es da Antworten drauf? Gibt es vielleicht bessere Antworten auf so einen Spezialladen wie dem Sneaks, was ja auch ein Online-Shop hat, wie ich gesehen habe, der ja auch gar nicht daherkommt wie ein ganz klassischer Online-Shop, sondern viel stylischer, wie man sich das auch vorstellt für einen Sneakersladen. Gibt es da Antworten, die oder Erfahrungen, bei denen Sie sagen würden, ja, also wir haben jetzt A, B und C gelernt, kann man machen oder sollte man lassen? Ja, also wir haben natürlich die, oder was heißt natürlich, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit diesem Spitzenkonzept, wenn man also sich die Pyramide anguckt und oben diese Spitzen Spezialprodukte sind, dass die im Internet preislich, entweder findet man sie gar nicht oder sie werden auf jeden Fall nicht so verrissen. Der dicke Bauch in der Mitte, die breite Masse, da sind wir viel mehr im Feuer, was den Preis angeht. Was ist so ein Spezialprodukt? Jetzt ein spezieller Laufschuh oder? Nee, oder ein spezieller Sneakerschuh zum Beispiel. Also von Nike in Air Max, aber in einem bestimmten Style, den wir sonst nirgendwo, also den man... In Gold? So. Ja, so ungefähr. Also den man in Schleswig-Holstein oder bis Hamburg nirgendwo findet, nur bei uns. Das sind natürlich Produkte, die sind heißer, die sind nicht so im Preisverriss. Aber wenn ich mir einen normalen Laufschuh von Essex angucke, in der normalen Preislage, die sind halt im Internet immer günstiger zu finden. Aber und wie können Sie denn da als Händler stationär darauf antworten? Weil Kunden werden ja zunehmend smarter, zumindest zeigen das die Statistiken und die Daten, nicht nur getrieben durch sozusagen die Smartphone-Verbreitung, sondern auch, weil sie erfahrener werden im Umgang mit Internet. Fragen die denn hier im Laden, dass es den Schuh dort hinten online 20% günstiger gibt? Also haben Sie da Antworten gefunden oder können Sie den Kunden beibringen, dass ja die stationäre Bereitstellung oder Verfügbarkeitsmachung und der Service einfach eine andere Kostenstruktur haben und das auch bezahlt werden muss vom Kunden? Sieht der Kunde das ein oder ist das schwierig oder wird es schwieriger? Also über die Kostenstruktur zu kommen, ist extrem schwierig, weil das interessiert den Kunden eigentlich nur peripher. Das ist für ihn vielleicht auch, hat er einmal kurz das Gefühl, das ist ja tragisch für so einen stationären Einzelhändler, aber letztendlich mit diesem Konzept wird man nicht weiterkommen. Also wir müssen uns der Situation einfach stellen. Was unsere Antwort nur sein kann, ist der Service-Gedanke, den wir weiter nach vorne bringen müssen. Die Beratung, dass es eben nicht so leicht zu Fehlkäufen kommen kann, dass der Kunde den Schuh hier natürlich anprobieren kann. Und wenn er ihn dann schon am Fuß hat, wenn wir jetzt beim Beispiel Schuh bleiben, ja, also dieses Bedürfnis, diesen Schuh jetzt auch haben zu wollen, das eben sofort zu befriedigen. Letztendlich gibt es viele Kunden, die den Schuh dann fotografieren und gleich im Internet gucken, wo ich ihn günstiger kriege. Die Wie gehen Sie damit um im Laden? Haben Sie da irgendwelche Regeln oder akzeptieren Sie das einfach, dieses Verhalten? Das ist so. Also wir lassen uns von unserem Kunden nicht sagen, zu welchem Preis wir unsere Produkte verkaufen müssen. Das wissen wir einfach besser. Und da gibt es, also wir fangen da nicht an zu handeln. Also wenn wir einmal diesen Bazar aufmachen, dann die Büchse der Pandora geöffnet haben, das kriegt man nicht mehr eingefangen. Mediamarkt hat ja diese Büchse aufgemacht, zum Beispiel. Also beim Mediamarkt, ohne dass es irgendwo offiziell zu verlautbaren ist, liest man in jedem Forum oder in vielen Kommentaren. Wenn man dort mit dem Ausdruck von günstiger.de hingeht, dann kriegt man den Fernseher auch zu dem Preis. Das ist aber kein Vorgehen, bei dem Sie sagen würden, das ist langfristig. Ich glaube nicht, dass das Konzept langfristig Bestand haben wird. Okay. Ja. Also, es gibt ja viele Dinge beim Mediamarkt, die langfristig durchaus in Frage stehen. Ja. Ja. Also wir müssen da mit anderen Dingen punkten und wir haben ja auch vom Einkaufsverband Intersport eine Multi-Channel-Strategie aufgesetzt. Das heißt, wir bieten unserem Kunden ja auch an Produkte, die wir zum Beispiel nicht bei uns im Geschäft haben, die wir aber in unserem Online-Store haben, der ja zentral gehostet wird, diese Dinge zu bestellen bei uns hier im Geschäft. Das heißt, der Kunde kann sagen, also wenn wir einen Schuh zum Beispiel nicht mehr in seiner Größe haben und er ist im Online-Store verfügbar, hat er ihn am nächsten Tag zu Hause oder er kann ihn am nächsten Tag bei uns im Geschäft abholen. Er kann Dinge, die er online bestellt hat, bei uns zurückbringen und sich dann das Produkt aussuchen, was ihm vielleicht passt, wenn die Größe nicht richtig ist. Also diese Vernetzung dieser Kanäle, da besteht meiner Ansicht nach eine große Chance drin.
Und die hängen ja hier in der Filiale oder in dieser Lage ja extrem von Attraktivität der Innenstadt ab. Jetzt sozusagen die alte Diskussion über autofreie Innenstädte und sozusagen mehr oder weniger Parkplätze wird so ein bisschen absurd, wenn man sieht, dass natürlich die Frequenz in Summe sinkt. Und ich glaube, Sie hatten uns aber darüber unterhalten, oder Sie hatten diesen Begriff Tütenfaktor auch mal genannt. Also, es bringt gar nicht, viele Leute in der Stadt zu haben, sondern die Leute müssen Tüten haben, wenn sie was gekauft haben. Bevor ich jetzt auf die nochmal zwei, drei Fragen zum Thema Herstelleroptionen eingehe, was sind denn aus Ihrer Sicht sinnvolle Konzepte und in so einer Lage, ich meine, das ist jetzt quasi, das ist die Premium-Einkaufslage in Kiel, in der Holstenstraße, im Oberzentrum, Nähe des Bahnhofs, Nähe der großen zentralen sozusagen Busstationen. Weitere Handelskonzepte in die Stadt zu bringen, reicht das aus, um die Innenstadt wieder attraktiv zu machen, oder muss man hier einen Zirkus bauen? Oder also was bringt die Leute wieder hier in die Stadt? Das ist ja da, wovon der Handel ja früher gelebt hat, Ja. sozusagen von diesem Drang in die Innenstadt. Ja. Urbanes Leben ist eine ganz einfache Antwort. Es muss lebendig sein. Es muss Cafés geben. Es muss überraschende Konzepte geben. Es braucht auch vielleicht einen Primark in so einer Stadt, aber bitte nicht als Leuchtturmkonzept, sondern als Ergänzung, als Add-on. Und ja, wenn diese Vielfalt wieder da ist, dann glaube ich, können solche Innenstädte auch wieder prosperieren. Also muss die Dazu. Holzenstraße so funktionieren wie die Holtenauer Straße eigentlich? Ja, sie müsste so funktionieren wie die Holtenauer Straße. Sie müsste eigentlich so funktionieren wie ein Center. Wir bräuchten sowas wie einen Innenstadtmanager, der aber auch das Portemonnaie in der Hand hat, um Konzepte eine Zeit lang vielleicht auch zu bezuschussen. Ich würde mal sagen, so ein Leerstandsmanager für so eine Innenstadt wäre ganz gut, der Flächen vermarktet. Es ist ja so, dass jeder Immobilienbesitzer für sich alleine handelt. Das ist nicht koordiniert. Da findet keine koordinierte Handlung statt. Also dieses unstrukturierte Management Ja. der Innenstädte oder solcher Einkaufsstraßen ist tatsächlich noch ein Problem. Also Ja. etwas, was ECE sicherlich freuen wird zu hören, aber Es reicht halt leider heute nicht mehr aus, gemeinsames Marketing zu machen, was ja in Kiel getan wird über Kiel Marketing, dass man eine Dachmarkenkampagne macht für die Innenstadt. Das reicht nicht aus. Es muss dann auch das, was man bewirbt, muss dann auch drinstecken. Und dazu braucht es die Immobilienbesitzer, dazu braucht es die Stadt, die auch den öffentlichen Raum entsprechend gestalten muss. Ja, da müssen. Was ist die aktuelle Markenkampagne? Früher war das mal Kiel Sailing City, oder? Ist das immer Ja, noch? das gibt Ist es immer das noch, okay? ja. Jetzt gibt es nach vielen, vielen Jahren der Uneinigkeit endlich für die verkaufsoffenen Sonntage einen gemeinsamen Slogan: Kiel macht auf oder Kiel hat auf, was dann auch überregional gestreut wird. Okay. Ja. Okay. Gut, also es ist gar nicht so einfach, die klassische Innenstadt sozusagen aus den bestehenden Strukturen heraus wieder zu beleben. Also da bleibt noch einiges Ja, wir haben einfach einen offen. Systemnachteil gegenüber den Systemen, die gut funktionieren, wie Center zum Beispiel. Also die Centerlagen funktionieren ja nicht alle in Deutschland, aber doch in vielen Bereichen noch sehr gut. Wenn ich an unsere Fläche im Citypark denke und den Citypark insgesamt, dann kann man ganz klar sagen, das funktioniert. Dann könnte man daraus ableiten, dass das für Sie als Händler, wenn die Konditionen stimmen, mittelfristig attraktiver ist, in einem Center zu sein als in der Einkaufsstraße? Kann man das davon ableiten? Ja, das könnte man sagen, ja. Das tut mir ein bisschen weh, weil ich eigentlich so ein klassischer Händler in einer Einkaufsstraße bin, weil ich auch das urbane Leben mag. Aber Center ist einfacher. Ein gut funktionierendes Center ist deutlich einfacher. Okay, dann würde ich nochmal so zwei, drei Aspekte aus Sicht eines Herstellers betrachten. Der Hersteller ist ja angewiesen, also insbesondere hier im Schuhfachhandel, Nike, Asics, Adidas, die brauchen ja Flächen, wo ihre Produkte gezeigt werden, weil ja auch oft auch erst auf der Fläche überhaupt die Vorteile von so einem Produkt sichtbar werden. Ob das jetzt ein Knieschoner ist, Stützen beim Fußballer, bestimmte Laufschuh-Eigenschaften. Nun ist es eigentlich so, dass jeder Hersteller, also fast jeder Hersteller, massiv an Direktvertriebskonzepten arbeitet und damit natürlich auch die Handelsstruktur zum Teil umgeht. Ich halte es für nachvollziehbar, Handelsstrukturen zumindest zu bereinigen, die rein aus dem Preiswettbewerb bestehen. Da gibt es quasi sehr, sehr viele Garagenhändler, auch wenn das auch wenn das viele Garagenhändler ungern hören. Aber wie schätzen Sie das ein? Also Intersport stellt sich ja als Partner der Hersteller erstmal da, aber wie sehen Sie das als Händler? Also wie nehmen Sie das wahr, was Hersteller machen, um direkt mit dem Kunden in Kontakt zu kommen und auch direkt Geschäft zu generieren? Sehr kritisch, ganz klar. Also man umgeht uns mit dieser Vorgehensweise.
in Bereichen, die für uns auch wichtig sind. Wenn man an die Factory Outlets denkt zum Beispiel, die in Deutschland ja stark im Kommen sind, dann wird der untere Preisbereich für uns sozusagen abgeschnitten. Es gibt Hersteller, die wollen uns nicht mehr mit Sonderposten beliefern. Das ist wieder die Natur. Also wir brauchen auch zu bestimmten Zeiten Sonderposten und auch vernünftig kalkulierte Sonderposten. Wir können nicht immer nur die Produkte, die wir nicht verkaufen können, weil sie eben, weil wir vielleicht Überbestände haben, über den Preis, über eine echte Preisreduzierung verkaufen. Wir brauchen auch echte Sonderposten, um auch unsere Flächen interessant zu gestalten, insbesondere zu Schlussverkäufen natürlich. Es kann nicht sein, dass der Hersteller sagt, also das schneiden wir mal für den Handel ab und wir machen jetzt den klassischen stationären Handel, Einzelhandel zum Museum, wo man nur die schönen Produkte sieht, aber nie eine Reduzierung. Ich habe jetzt in den letzten Wochen mit zwei, drei Händlern, auch größeren Händlern gesprochen, die sagen, Hersteller, die ihre Produkte direkt selber bei Amazon einlisten oder die es nicht schaffen, ihre Kanäle zu kontrollieren, werden kategorisch ausgelistet, womit sich der Händler natürlich erstmal selber ein bisschen schneidet, aber langfristig natürlich die Hoffnung hat, dass er wieder an Stärke gewinnt. Ist das eine Option für den Sportartikelhandel, wo man ja so super starke Marken hat wie Adidas und Nike? Ich weiß gar nicht, ob es viel stärkere Marken noch weltweit gibt. Kann man überhaupt, und auch aus einer Intersportperspektive, kann man so gegenüber den Herstellern auftreten, weil die kriegen natürlich auch erstmal Angst, wenn ihre Umsätze verloren gehen. Ist das eine Option oder ist das nur ein Thema, was man mit kleineren Herstellern so machen kann? Nee, das ist auf jeden Fall eine Option. Also auch ein ganz starker Hersteller hat Produkte, die ich vielleicht nicht unbedingt haben muss. Also es geht ja nicht darum, ihn komplett auszulisten, sondern es geht ja darum, seine Produkte vielleicht etwas kritischer zu betrachten und das eine oder andere Produkt durch ein anderes Produkt eines anderen Herstellers zu ersetzen. Im Idealfall auch gerne durch Eigenmarken, also Exklusivmarken, die wir ja auch im Intersportverbund sehr stark haben. Da wird es in manchen Warenbereichen schwierig, weil da die klassischen Hersteller wie Adidas und Nike zum Beispiel im Fußballbereich extrem stark sind, aber in anderen Bereichen durchaus auch ersetzbar durch andere Hersteller oder Exklusivmarken. Verstehen die Hersteller das aus ihrer Erfahrung in den Gesprächen? Also sind die ja gesprächsbereit oder sozusagen schauen die eigentlich erstmal nur auf ihren eigenen kurzfristig zu optimieren Umsatz? Im Moment habe ich das Gefühl, dass die Gesprächskultur da etwas schwierig ist. Also das sind ja, die Unternehmen sind auch global getrieben. Da ist zwar Deutschland der wichtigste Markt in Europa, aber letztendlich in der Summe dann doch ein relativ kleiner Markt, wenn man das Gesamtvolumen einer Firma Nike oder einer Firma Adidas betrachtet. Okay, also da gibt es vielleicht noch Dinge, die wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten oder Jahren zu lernen sind, weil wir weder die großen Hersteller einschätzen können, was passiert eigentlich, wenn ganz, ganz zentrale stationäre Strukturen wegbrechen. Und das kündigt sich jetzt zumindest im Fall von Karstadt an, was für einige Hersteller ein ganz, ganz wichtiger Absatzkanal ist, die sich überlegen müssen, wie schaffen sie es eigentlich, neue stationäre Flächen zu erschließen, ohne jetzt analog zu Jack Wolfskin hunderte von kleinen Flagship-Stores zu öffnen, was auch keine Option ist für die meisten. Was ja auch nicht so wirklich funktioniert hat. Das stimmt, wobei ich da gelernt habe, es gibt einen großen Unterschied zwischen der sozusagen deutschen Überdistribution und den Auslandsmärkten. Aber es ist nicht so einfach. Also es hat schon Sinn, dass es Handelsstrukturen gibt für insbesondere saisonale Produkte. Ja, aber das, was Sie da gerade ansprechen, die Unsicherheit ist ja insgesamt sehr, sehr groß. Die Unsicherheit ist auf Seiten der Händler sehr groß, was die Zukunft angeht. Die Unsicherheit ist, glaube ich, auch auf Seiten der Hersteller relativ groß. Und wir erleben ja momentan, dass durch diesen unruhigen Markt, diese klassischen Gesetze wie Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, völlig außer Kraft gesetzt werden. Also jüngstes Beispiel, Fußball-WM. Warum wird ein Deutschland-Trikot reduziert, wo überhaupt kein Druck besteht? Also wir haben nicht reduziert, wir haben jeden bis zum letzten Trikot regulär verkauft. Wer hat reduziert? Adidas hat reduziert? Nee, Adidas hat nicht reduziert. Es ging im Internet los, dass dort ein, zwei Händler reduziert haben und dadurch getrieben andere, auch stationäre Händler wie Karstadt zum Beispiel, reduziert haben. Völlig ohne Not, weil das Produkt war knapp. Ich habe das, das früher nie erlebt, dass knappe Produkte reduziert werden. Kurzfristig dann agiert. Die vielleicht letzte Frage, worauf freuen Sie sich am meisten 2014 als Händler oder auch als sozusagen als Intersportgruppe? Was ist das Spannendste für Sie, was Sie jetzt zu beobachten haben oder was Sie jetzt erleben hier im Handel? Ah, das Spannendste haben wir ja schon hinter uns. Aus Sicht des Sporthändlers, ja, also Fußball-Weltmeisterschaft mit einem brillanten Ende, also besser hätte es nicht laufen können. Ja. Haben wir es hier im Laden gemerkt? Ja. Also, ja? Ja, 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 ah, okay. Doch.
Also der Bereich Fußball hat super funktioniert. Wie gesagt, auch zu regulären Preisen. Also alles gut. Das wirkt jetzt noch so ein bisschen nach und ja, ich glaube, das trägt auch so ein bisschen die Stimmung in Deutschland momentan. Und da wir ja alle von der Stimmung extrem abhängig sind, ja, darüber habe ich mich gefreut. Worauf freue ich mich jetzt? Ja, kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen. Also im Moment gibt es kein Highlight, so was am Horizont zu sehen ist. Und dann vielleicht noch eine allerletzte Frage für die E-Commerce-Fachexperten. Der Sneaks Online-Shop ist eine Freude für Sie oder eher schwieriges Thema? Doch, ist eine Freude, obwohl es ein schwieriges Thema ist. Wir bewegen uns da auf einem neuen Terrain, was für uns ungewohnt war. Ja, wir machen die Erfahrung mit Google, die viele machen, wie schwierig es ist, mit einem Store ohne Millionen von Werbegeldern in die Hand zu nehmen. Ja, gut. Richtige Händlerarbeit, noch richtige Es ist Krämerarbeit. richtige Krämerarbeit, jeden Tag wieder neu und man lernt jeden Tag ganz viel dazu. Also es ist eine ganz spannende Geschichte und ja, macht viel Spaß. Ja, ich verlinke Ihnen auch einen Artikel, dann können die Leute sich das mal anschauen. Gut, Ja. dann reicht das uns schon an dieser Stelle. Vielen Dank für das Interview Gerne. und wir schauen mal, ob wir hier im nächsten Jahr nochmal an der gleichen Stelle ein Interview machen, um nochmal zurückzublicken auf das WM-Jahr. Vielen Also Dank. wir sind nächstes Jahr noch Ja, da. okay.